Peter war schon immer anders als die anderen Ameisen, das weiß er. Er ist ein Außenseiter. Während die anderen immer nur ans Arbeiten denken, liebt er das Singen, geht gern joggen, kämmt sich ausgiebig und achtet generell auf seine Körperpflege und seinen Kleidungsstil. Leider ist er farbenblind, aber er liebt starke Kontraste. Eines Tages begegnet er auf einer Joggingtour einem riesigen, flauschigen Bären, der sich Panda nennt. Voller Inspiration rennt Peter zum Friseur und will sich die Haare nach seinen Vorstellungen färben lassen. Der Friseur ist zunächst verständnislos. Peters Wunsch ist etwas noch nie Dagewesenes, ja nahezu Unnatürliches. Aber Peter lässt sich nicht abbringen und zahlt zudem gut. Als es soweit ist, betrachtet er sich mit verrührungsnassen Augen im Spiegel und seufzt endlich und verlässt in perfektem Panda Schwarz-Weiß den Salon. Inzwischen ist er mit seiner Band, für die er drei besonders stimmgewaltige Kühe als Backing Vocals gecastet hat, auf der ganzen Welt bekannt. Sie nennen sich Peter Panda und die Monochromen.